Herzlich willkommen, hier ist Sascha Grammel. Ja. Schon peinlich, oder? Wie? Peinlich. Soll ich dir mal sagen, was peinlich ist? Hast du da einen Liedstrich? Ja? Warum? Das macht man so im Fernsehen. Hatte ich einen Liedstrich? Nee. Denk mir bitte nach, Frau Grammel. Du kann, oh. Ich freue mich noch zu Ende, ja? Fertig! Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du bist und bleibst ein Vogel. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Schau nach links. Was? Schau nach links, da ist links. Schau nach links. Schau nach links. Tschakka, du schaffst das. Schau nach links. Warum? Das ist lustig. Oh, 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 oh. Und schau nach links. Du machst da irgendwas? Nein, ich sitze hier. Okay, schau nach rechts. Auf rechts. Schau das runter, schau das runter, noch so. Schau das runter. Schau das runter, dann so, schau das runter, dann so. Wusstest du? Was? Du kannst dich drehen und wenden, wie du willst. Du bist und bleibst eine Pfeife. Du willst doch immer erwachsen sein. Ja. Ja, jetzt hättest du die Gelegenheit dazu. Du willst doch immer lustig sein. Jetzt hättest du die Gelegenheit dazu. Willst du mich provozieren? Sascha. Es ist doch fast Weihnachten. Ich bitte dich doch nicht. Hab ich dich, Sascha. Hab ich dich jemals? Wir sind doch Kumpels. Hab ich dich jemals? Hab ich dich? Wenn du lachst, kann ich nicht reden. Hab ich dich jemals provoziert? Hm? Alter Mann? Oh. Entschuldigung, alte Frau, ich hab den Liedstrich vergessen. Wie kommst du denn darauf, dass ich alt bin? Hör mal. Hast du gesehen, wie du die Treppen da hinten runtergekommen bist? Da hält sich die ganze Zeit an Stöckchen fest. Hm? Lass nur los, das Stöckchen. Lass los. Keine Angst, ich lebe weiter. Lass los. Brav, brav. Hol das Stückchen. Geil. Wie bitte? Ach, hören können wir auch nicht mehr. Hallo, ist hier jemand zu Hause? Aber sehen kannst du mich aus der Entfernung noch, oder? Wo ist das Vögelchen? Pappnase. Sehr, sehr dünnes Eis. Sehr, sehr dünnes Eis. Noch so ein Ding, ich gehe zur Sesamstraße. Was sehe ich denn da? Hä? Ein graues Haar. Was? Quatsch. Mein Hosenstall ist offen. Oh. Werden wir vergesslich? Können wir mal gucken, wer vergesslich ist. Du bist auf jeden Fall vergesslicher als mich. Als ich? Als dich sowieso. Du bist so vergesslich, du kannst dein Ostereier jetzt verstecken. Ach, hier habe ich ein Osterei. Hm, wo kann ich dich verstecken? Wo kann ich dich verstecken? Vielleicht da? Ach, sie haben ein Osterei. Wo kommt das denn her? Überleg dir, was du sagst. Wieso? Hast du Angst, du vergisst es? Wir gucken jetzt mal, wer vergesslich ist. Wir spielen, ich packe meinen Koffer. Hm? Ich packe meinen Koffer. Ja, pack deine Sachen und zisch ab. Ich packe meinen Koffer, ist ein Spiel. Ich pack was in einen Koffer? Welchen Koffer? Oh, Fred, ich erkläre dir das mal. Nimm die Hand weg. Ja.
Es gibt einen Koffer. Ja, Koffer. K-O-F-F-E-R, Koffer. Ja. Ich? Ja. Mach etwas in den Koffer. Heutzutage muss man nicht mehr in den Koffer machen. Dafür gibt's Toiletten. Und in deinem Alter Windeln. Ich versuch's nochmal anders. Ich ja? lege etwas in den Koffer. Vielleicht ein Osterei. Da ist eins. Wo kommt das denn her? Ich fange jetzt einfach an. Du führst mich ja vor allen vor. Das ist mein Job. Ja. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Auto. Ein Spielzeugauto? Nein, ein richtig großes Auto. Alles klar. Ich kenne das anders. Ich packe mal den Koffer ins Auto, nicht das Auto im Koffer. Der Koffer ist doch unsichtbar. Na klar. Ganz ruhig, Sascha, ganz ruhig. Einatmen, ausatmen. Gleich ist der Koffer wieder sichtbar. Gleich ist der Koffer wieder. So, jetzt bist du dran. Ja. Ja, du wiederholst, was ich reingetan habe. Na klar. Dann tust du was rein. Okay. Kann ich auch was rausnehmen? Ich könnte ihn ausgebrochen. Nein. Okay. Hätte ja sein können, alles ist möglich. Der Koffer ist unsichtbar. Alles nur da drin. Ich dachte, mein Koffer mir mit ein Auto, ein großes Auto, nicht ein kleines Auto, und ein Zungenbrecher. Hä? Hm? Wie kann man Zungenbrecher mitnehmen? Wie kann ein Auto in den Koffer packen? Okay, welchen? Fischerstritze. Okay, musst du sagen. Nimm die Hand da weg. Ja. Hallo. Fischerstritze, Fisch, frische Fische, frische Fische, Fisch, na. Konzentrier dich. Fischerstritze, Fisch, Fitze, Fische, Fischer, Fitze, Fischerstritze, Fisch, Frische, Fische, Fische, Frische, Fisch, Fischerstritze, Fische, Fische, Fische. Fische. Fitze. Fisch, Fitze. Nicht den Liedstrich abwischen, nicht den Liedstrich. Ich kenne ihn irgendwie anders. Ich kenne ihn genau so, jetzt bist du dran. Das kann ich nicht. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Danke. Sascha Grammel, meine Damen und Herren. Und also lassen Sie mich zumindest eins sagen. Er ist, und da geben Sie uns sicherlich recht, er ist der beste Comedian zurzeit, den wir haben. Er hat nicht umsonst den Bambi bekommen. Aber was wäre er ohne Freiherr von Furchensumpf? Danke, tschakka. Hallo. Was da? Das waren sehr nette Worte, Sie sind sehr bezaubernd. Och, vielen Dank, aber also, auch sagst Sie du auch. Nie. Sie auch. Das stand ja nicht im Text. Ja, ich habe improvisiert. Nun habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, lieber Freiherr, ja, dass der Sascha einen Bambi bekommen hat. Hm. Und da gab es ja nur ein, so ein goldenes Rehlein. Hm. Ja? Und ich habe mir gedacht, so ein Freiherr von Furchensumpf sollte auch ein Bambi kriegen. Ja, das kann er ja bei Gelegenheit tragen. Dankeschön. Darf ich das feierlich überreichen? Ja, vielleicht hier beim Arm. Dankeschön. Bitte sehr. Also mit ganz herzlichen Wünschen für uns. Hast du von ihre uns. Nummer? Was? Hast du ihre Telefonnummer? Dankeschön, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Schöne Sendung noch. Dankeschön. Dankeschön. Ich brauche aber den Sascha dann noch. Wenn wir schon so einen, so einen Spezialisten heute da haben, dann wäre es ganz schön, wir würden uns das ein oder andere Mal heute noch sehen. Josie hat ja schon auf ihren Auftritt gewartet. Das versprechen Sie uns schon, oder? Ja, dann natürlich. Sie ist auch schon ganz aufgeregt und freut sich. Ja, also wir freuen uns auch, sind auch schon ganz aufgeregt. Schöne Grüße an Josie. Sie muss gar nicht aufgeregt sein. Okay. Bis dann. Vielen Dank, Freier von Furchensumpf, für die Audienz. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Wiederzeit wieder. Sascha Grammel.